Victor! Wo ist denn? Mein Gott, er hat sich wegteleportiert. Hallo. Ey. Kings. Ist er hier rein? Er muss ja hier rein sein, ne? Hi. Spieler. Boris. Brauchen Sie was zu beißen? Dann sind Sie bei mir richtig. Ist günstig und macht satt. Was gibt's denn Feines? Üblicherweise vertragen es die Leute besser, wenn ich es ihnen nicht sage. Also was ist? Wollen Sie noch einen Nachschlag? Ich habe da draußen meine kleinen Helfer, die immer auf der Suche nach frischen Zutaten für meinen Eintopf sind. Sie haben sie vielleicht schon in der Gegend gesehen. So, jetzt geben Sie doch mal endlich Ihrem Hunger nach. Nein, wir danke. Sehen uns bestimmt wieder. Bestimmt. Was ist denn mit Boris hier? Wenn Sie problemlos durch Freeside reisen wollen, sollten Sie einen King anheuern. Wir sind überall und niemand legt sich mit uns an. Das Ihre ist Sicherheit ist für 100 Kronkorken so gut wie garantiert. Freeside ist ein wenig gefährlich für Leute, die allein oder in kleinen Gruppen reisen. So etwas stellt nur das Glück auf die Probe. Sie müssen neu sein. Glauben Sie mir, das überlegen Sie sich schnell anders. Aha. Der hat hohe Preise, aber ich habe gehört, dass er es wert ist. Der Gentleman und ich wollten uns gerade auf einen Preis einigen. Sie werden diesmal jemand anderen anwerben müssen. Ich will hier gar keinen anwerben. Brauchen Sie was zu beißen? Ja, ich will was zu beißen. Das sieht ja unglaublich lecker aus. Aber gar kein Ding, weil ich werde dir einfach mal einen Shit verkloppen. Kannst dagegen nichts tun. Haha. Was kann man denn so geil verkaufen? Was habe ich denn für ein Shit, was ich nicht brauche? Oh, ich splitter Granaten unbedingt. Mein Granatwerfer, ne? Ach, der Typ hat nur 408. Okay, dann möchte ich zwei wieder haben. Akzeptieren, verlassen. Laufen wir mal durch Freeside. Was soll schon passieren? Ey, was geht? Hey. Ey, was Heute geht? Abend gibt es Ratte. Okay. Guten Appetit. Wir haben Sachen. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs, mein Herr. Mick and Ralphs. Da werde ich hingehen. The Kings. Okay. Oh, bin hier falsch, oder? Kann das sein? Tatsächlich. Wo geht's denn nach hinten hin? Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glücksfee freundlicher und das Weibsvolk genau wie der Fusel. Das ist ein Casino, ne? Atomic Wrangler. Ich gehe trotzdem mal rein, mal gucken, was passiert. Ja. Ein Casino. Ey, was geht? Aber hallo, sehe ich da in einem Spiegel oder sind Sie wirklich so hässlich? Hallo? Wie bitte? Was? Sie gehören gar nicht zu diesem Auftritt? Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären der Zwischenrufer, mit dem Garrett die Show aufpeppen wollte. Hey, ist mein Auftritt so schlecht oder sind Sie einfach so dumm? Ja, das stimmt. Und ich habe einen netten, fetten Vertrag mit dem Management. Das ist ja schön für dich. Zugegeben, ich kann hier nicht gerade in Kronkorken baden, aber was soll's. Ich habe einen Vertrag, aus dem ich nicht raus kann. Entweder brauchen Sie eine Brille oder an diesem vergänglichen Ruhm ist doch was dran. Und da ich zufällig weltberühmt bin, erblinden Sie wohl. Ich bin Hadrian. Sie haben wohl noch nie einen Ghoul im Anzug gesehen, was? Sie scheinen mir irgendwie weltfremd. Ja, ich bin auch irgendwie letztens erst mit einer Kugel im Kopf aufgewacht. Ah, das soll passieren. Ich behalte nur, ne? Sie im Auge. Aha. Was ist, Kindchen? Ich bin kein Kind. Opa. Das sind aber mal freche Töne, Kindchen.
Würde ich nicht fleißig für die Garretts arbeiten, müsste ich jetzt ein paar Lektionen in Höflichkeit geben. Was ist, Kindchen? Bin kein Kindchen. Bingo. Und wenn das alles an dummen Fragen war, dann hätte ich jetzt Besseres zu tun. Schnell und leise sein und nicht getötet werden. Das ist ja toll. Hey! Hey. Ja, ist nix für mich hier. Hey. Was ist hier? Silver Rush. Willkommen im Silver Rush. Hey. Ich fürchte, ich muss sie durchsuchen, bevor ich sie reinlasse. Die einzigen im Gebäude erlaubten Waffen sind die, die wir verkaufen. Ach so, Waffenschieber? Geil. Dann so. Dauert nur einen Moment. So, ich habe Ihre Waffen verstaut. Sie können rein. Sobald Sie gehen, erhalten Sie alles wieder zurück. Dankeschön. Die Bosse haben ein Treffen. Sie müssen warten, Mr. bis es Soran, vorbei bitte ist. Bitte kommen Sie auf den Punkt. Die zweite Hälfte Ihrer Zahlung ist überfällig und ich wüsste gern, warum. Haben Sie etwas Geduld? Meine die Waffen laufen Ihnen schon nicht ich weg. Ich möchte gern die Bedingungen der Vereinbarung neu verhandeln. Dürfte ich fragen, aus welchem Grund? Die Lieferung ist erfolgt. Die Waffen wurden überprüft, bevor sie dieses Etablissement verließen. Trotzdem glauben wir, dass die Qualität der Waffen hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Daher hoffen wir, dass die Preise angepasst werden. Ah, ich glaube, ich verstehe, worum es hier geht. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, bitte? Los. Das Vertrauen der Van Graffs enttäuscht man nicht, Mr. So. Ich erwarte den Rest der Zahlung morgen früh. Hey, was geht? Okay, ja, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Kranker Shit. Kann man den durchsuchen? Hat er was? Zwei Korken. Nein, Mann. Hey, was geht? Lassen Sie mich verdammt nochmal in Ruhe. Ja, Mann, schlimmer. Der Letzte, der mich genervt hat, Willkommen zurück im Silver Rush, wo man nur die hochwertigsten zurück? Energiewaffen findet. Was kann ich für Sie tun? Könnte ich ein paar Fragen stellen? Nur zu. Was war das gerade? Was halten Sie von Sie sind unsere größten Konkurrenten in dieser Region und in vielen anderen auch. Das macht Sie zu unseren Feinden. Okay. Ich respektiere Ihren Geschäftssinn, muss aber dennoch versuchen, Sie auf jede erdenkliche Weise zu vernichten. Geschäft ist schließlich Geschäft. Allerdings, was halten Sie von mir? Sehr wenig, wie jeder hier. Wir haben anfangs versucht, mit ihm ins Geschäft zu kommen, aber ohne Erfolg. Er muss eigene Waffenlieferanten haben, um so viele laserbewaffnete Roboter zu unterhalten, wie er es tut. Wobei ich mich frage, wo die sind. Scheint keine Gegend für einen Laden zu sein. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie zwei Dinge bemerken. Erstens fehlt es uns nicht an Sicherheitsmaßnahmen. Oh nein. Ich mache mir keine Sorgen, dass hier jemand einbricht und unsere Ware stiehlt. Gut, hin und wieder versucht es jemand, aber selbst das ist zu etwas Nutze. Wissen Sie, was Zielattrappen kosten? Um zurück zum Punkt zu kommen, das Zweite, was Ihnen auffallen dürfte, ist, dass wir keine Billigware verkaufen. Alles hier ist erstklassig. Wer bei Van Graff kauft, macht sich meist keine Gedanken darüber, wo er hin muss, um die Ware zu bekommen. Mhm. Okay, das ist doch mal schön. Das ist ein Familienunternehmen. Ja, richtig. Mein Bruder und ich leiten diese Niederlassung, aber unsere Familie macht überall Geschäfte, vor allem in Kalifornien. Das war schön. Haben Sie einen Auftrag für mich? Es ist zufällig gerade ein Posten frei geworden. Wir bräuchten eine weitere Wache am Eingang draußen. Wäre das was für Sie? Klar, bin dabei. Wunderbar. Ich habe schon einen Mann draußen, der Sie einweisen und Ihnen alles erklären wird. Sein Name ist Simon. Okay, er arbeitet schon seit Jahren für die Familie, also hören Sie auf das, was er sagt, und folgen Sie seinen Anweisungen. Ich unsere Waffen getestet. Ja, okay, machen wir halt das, ne? Das ist ja auch cool. So mal für so einen eiskalten Waffenhändler, ey, was geht? Willkommen im Sil... Oh Mist. Sie sind doch nicht etwa die neue Wache. Oh, doch. Keine Zeit für Scherze. Ich habe Ihre Ausrüstung hier, aber schauen wir mal, ob Sie Anweisungen befolgen können. Sie werden die andere Seite der Tür dort decken. Gehen Sie in Position, während ich Ihr Zeug hole. Hier gut. So ungefähr? Sehen Sie sich um und machen Sie sich damit vertraut, wo Kunden und Risiken rein und raus können, während ich Ihre Ausrüstung hole. Ja, von da nicht. Von da irgendwo, von da vielleicht. Ey, gut. Dann kümmern wir uns mal um Ihre Ausrüstung. Zunächst mal die Rüstung.
Der Standard ist eine gewöhnliche Kampfrüstung mit netter dunkler Beschichtung, die als Markenzeichen und zur Einschüchterung dient. Dann zur Waffe. Wachen müssen Gewehre verwenden. Leichtere Waffen verringern die Kampfeffektivität. Alle schwereren Waffen verschrecken die Kundschaft nur. Was hätten Sie gern? Laser oder Plasma? Laserwaffen haben eine hohe Feuerrate, aber wenig Stoppwirkung. Plasmawaffen wiederum sind lahm wie ein Muli, treten aber genauso zu. Also, was darf es sein? Laser. Gute Wahl. Ich bevorzuge auch Laserwaffen, aber Frau Boss besteht auf mindestens einer Wache mit Plasmagewehr. Sie meint, dass die Blitzdinger mehr Leute anziehen, wie auch immer. Nach der Ausrüstung jetzt noch etwas zur bevorstehenden Aufgabe. Kurz gesagt, wir sind hier, um den Abschaum fernzuhalten. Betrunkene, Nieten und Parasiten ohne Kronkorken sind fernzuhalten. Potenziellen Kunden ist normaler Einlass zu gewähren. Aber erst nachdem wir sie nach Waffen abgetastet haben. Ein unbewaffneter Mann wird angesichts bewaffneter Wachen eher keinen Diebstahl versuchen. Fangen Sie keine Kämpfe an. Egal, ob ein Jet-Junkie gerade Ihre Mutter beleidigt hat. Wir sind hier, um andernorts Gewalt zu fördern, nicht hier. Und verlassen Sie Ihren Posten nicht. Wir werden bezahlt, an dieser Tür zu stehen, nicht dafür, ins Casino zu gehen oder Straßengespräche zu führen. Und auch keine dummen Gedanken bezüglich der Ausrüstung. Manchmal glaubt so ein Neuling, er könne mit Van Graff Eigentum abhauen. Glauben Sie mir, so nett das Gewehr und die Rüstung auch sind, Ihr Leben sind sie nicht wert. Ansonsten immer locker bleiben. Oft kommt der eine oder andere Augenschmaus vom Wrangler da drüben vorbei. Also ist die Aussicht nicht zu schlecht. Aha. Muss ich mir jetzt erstmal meine Ausrüstung geben. Van Graff Camp. Die ist gut. Die ist sehr gut. Die ist gut. Und dann habe ich ja ein Lasergewehr, ne? Ein starkes sogar. Haben wir nice. Ja. Immer mit der Ruhe. Es dauert noch ein paar Stunden, bis die Schicht vorbei ist. Ja. Oh ja, ich muss ja hier. Kann ich nicht so? Nee, ja. Nettes Plasmagewehr. Hier kommt ein Gewinner. Ich überlasse Ihnen die Sache. Okay, ja, danke. Der sieht aber nicht sehr, naja, weiß schon aus. Wohlhabend. Hallo, da kann ich hier eine Laserwaffe kaufen? Betrunkene. Klingt für mich nach einer dämlichen Regel. Gut, immer auf die Regeln achten. Gern geschehen, aber warum konnte der auf einmal wieder so gut reden, obwohl er gerade total gelallt hat, ey? Ohne Witz. Sie sind dran. Hä, von wo? Da. Ja, der sieht wohlhabender aus. Das muss man so sagen. Soll ich schon wieder? Was machst du denn hier die ganze Zeit, Junge? Du kannst auch was machen. Ey, warum geht der Typ nicht zu ihm? Warum kommt er zu mir extra? Hallo. Ich war gerade in der Gegend und wollte mir mal die Waffen anschauen. Kann ich reingehen? Ist mir recht. Er ist sauber. Na also, ist doch nicht so schwer, oder? Nö, ist easy. Augen auf, da kommt wohl ein neuer Kunde. Sieht auch nicht dumm aus. Na, lass dir ruhig Zeit. Ich hab dich im Auge. Howdy. Ich hab doch glatt die Bank im Wrangler gesprengt und möchte gleich was in die feinen Waren hier investieren, um meine Börse zu erleichtern. Mhm. Warten Sie mal, ich bin unbewaffnet. Reicht mein Wort denn nicht aus? Leider nicht. Sicher halten Sie Ihr Wort, aber abtasten müssen wir Sie trotzdem, keine Ausnahmen. Das geht schon in Ordnung, denke ich, wenn es keine andere Wahl gibt. Er ist sauber. Na, sie ist doch Gott sei Dank, weil ich Sprache so hochgeskillt. Na, wohl keine Ausnahme ist keine Ausnahme, Woody. Offenbar ist der Kerl hier lang. Jetzt bloß keine Fehler. Welcher Kerl ist lang?